Also, wie funktioniert es jetzt im Detail? Das gucken wir uns mal an. RSA. So. Wenn Sie eine Nachricht verschlüsseln wollen und verhindern wollen, dass jemand zum Beispiel mit roher Gewalt diese Schlüssel rauskriegt oder die Nachricht entschlüsseln kann, dann brauchen Sie ein schwieriges mathematisches Problem. Eins, bei dem es ewig dauert, bis man es mit Brute Force gelöst hat und bei dem es kein intelligentes Verfahren gibt, um dieses Problem zu lösen. Sie brauchen also eigentlich kein schwieriges Problem, Sie brauchen ein verdammt schwieriges Problem. Okay? Und ein verdammt schwieriges Problem ist das folgende. Sie haben eine Zahl n. Die ist riesig. N ist eine riesige Zahl mit mehreren hundert Dezimalstellen. Okay? Mehrere hundert Dezimalstellen. Bei den meisten hört es bei der sechsten oder siebten Dezimalstelle auf, zu wissen, wie man diese Zahl nennt. Okay? Mehrere hundert Dezimalstellen. Riesenzahl. Und jetzt ist folgendes Problem vermutlich verdammt schwierig. Nämlich, diese Zahl zu faktorisieren. Also rauszukriegen, was sind denn die Primfaktoren dieser Zahl. Primfaktorzerlegung zu betreiben. Also angenommen, diese Zahl ist ein Produkt aus zwei Primzahlen. Jede von denen auch riesig, ja, 100 Stellen und mehr. Angenommen, n ist ein Produkt aus diesen beiden Primzahlen. Riesige Primzahlen. Ich kann jetzt, wenn ich zwei Primzahlen habe, die miteinander multiplizieren, das ist einfach, das geht relativ schnell, und bekomme dieses n. Wenn ich diese Information nur für mich behalte, kann jemand anders aus diesem n nicht in seinem Leben, okay, die P's und Q's rauskriegen. Wenn beide riesig waren, auch beide relativ groß. Wie geht man da ran? Ich habe eine riesige Zahl. Naja, ich muss halt alle Primzahlen durchprobieren. Ne? Gibt es auch ein paar intelligentere Verfahren vielleicht. Aber letztlich, weil die Primzahlen ja in sich ja keine Struktur haben, ja, ist es relativ, muss man einfach anfangen, ist durch 2 teilbar, durch 3 teilbar, durch 5 teilbar, durch 7 teilbar, durch 11, 13, 17, 19, 23 und so weiter und so weiter. Ja? Und da ist man ewig beschäftigt. Und da sind auch Computer ewig beschäftigt. Man denkt es gar nicht. Nur denkt man so, hat doch ein Computer schon ausgerechnet. Wenn n mehrere hundert Dezimalstellen hat, ist es nicht in annehmbarer Zeit lösbar. So. Denkt man. Es gibt kein Verfahren. Weil Primzahlen sind immer noch ein großes Geheimnis und so. Ja? Und es könnte sein, dass irgendwann mal jemand auf die Idee kommt, ah Mensch, ist doch ganz einfach, Faktorisierung. Ne? Dann haben wir ein Problem. Weil dann funktioniert der Algorithmus nicht mehr und dann funktioniert ziemlich viel Verschlüsselungsverfahren im Internet nicht mehr. Aber, naja, sehen Sie, das hat natürlich eine hohe Bedeutung. Ja? Und bislang hat keiner ein effizientes Verfahren gefunden und man kann eigentlich davon ausgehen, dass da ein paar Leute dran arbeiten. Ja? Aber ja, gibt keins bislang. Insofern gehen wir mal davon aus, es ist sicher und insofern können wir es mal verwenden. Ja? So, also wie funktioniert jetzt das Verfahren? Ich habe gerade gesagt, man denkt sich, was hängt denn hier an der Tafel für ein Dreck? Kommt denn das hier zustande? Irgend so ein Drecklappen verwendet, oder? Ja. Gut. Also, Schritt Nummer 1. So, auf uns weg wieder. Schritt Nummer 1. Nimm zwei
sehr, sehr große Primzahlen. P und Q. So. Also, die Grundbasis ist, wir nehmen uns zwei sehr große Primzahlen P und Q. So, die Idee ist jetzt, ich bin jemand, der sozusagen einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel generieren will. Ja, ich will jetzt sozusagen einmalig am Anfang diese beiden Schlüssel generieren, ihnen allen den öffentlichen Schlüssel geben und den privaten für mich behalten, damit sie mir Nachrichten schicken können. Ne? Ah ja, im Übrigen, rückwärts nimmt man natürlich nicht diese Schlüssel, sondern wenn ich Ihnen dann beispielsweise eine Nachricht schicken will, dann müssen Sie mir Ihren öffentlichen Schlüssel geben und haben selbst einen privaten. Ja? So. Okay, also nimm zwei sehr, sehr große Primzahlen P und Q. Dann zweitens bilde das RSA-Modul, so nennt man das. Modul, ne, ist klar, worauf es hinausläuft. Wir werden nachher modulo dieser Zahl rechnen. N gleich P mal Q. So. Das ist relativ einfach machbar. Nur zwei Primzahlen miteinander multiplizieren. Dauert ein bisschen bei großen Zahlen, aber meine Güte. Ja. So. Drittens. Bestimme Phi von N. So, und jetzt bekommen Sie vermutlich einen Eindruck davon, dass man eigentlich die Dinge wissen muss, die Sie jetzt wissen, damit man das hier verstehen kann. Bestimme Phi von N. Wie bestimmt man Phi von N? In diesem Fall. Kurz nachdenken. Ja? N minus 1. N minus 1, was meinen die anderen dazu? Ja. N ist ja keine Primzahl mehr. N ist keine Primzahl mehr, also N minus 1 ist nicht richtig. Genau? Ja? Phi von P und Phi von Q bestimmen. Ja, das ist ja Phi von P mal Q. Und das ist gleich Phi von P mal Phi von Q, weil wir hier multiplizieren. Ne? Und? Können wir noch einen Schritt weiter gehen? Ja? Das sind ja beide. Ja? Ja, Phi von P ist P minus 1, weil P eine Primzahl ist. Ja, Q minus 1. So. Also, relativ easy. Sie bestimmen erstmal N mit P mal Q und dann bestimmen Sie Phi von N mit P minus 1 mal Q minus 1. Jeweils 1 abziehen und dann wieder miteinander multiplizieren. Das sind ja definitiv keine Primzahlen, ne? Weil es gerade Zahlen sind. Multipliziere ich miteinander und bekomme auch eine ziemlich, ziemlich große Zahl, aber ja. So. Jetzt wähle eine Zahl E mit 1 kleiner e kleiner Phi von N mit GGT E N Quatsch, E und Phi von N gleich 1. Man sucht sich jetzt aus dem Bereich von 1 und Phi von N eine Primzahl. Ja, zum Beispiel eine Primzahl, deren GGT mit Phi von N gleich 1 ist. So. Jetzt bilden E und N Quatsch. Doch, nein.
doch E und N den öffentlichen Schlüssel. Jetzt bilden E und N den öffentlichen Schlüssel. Also, ich habe schon den öffentlichen Schlüssel erzeugt, ja? Ich gebe Ihnen das E und ich gebe Ihnen N. Was ich Ihnen nicht gebe, ist P, Q und Phi von N. Und daraus können Sie auch zum Beispiel Phi von N, also P und Q habe ich ja vorhin gesagt, ist schwierig rauszukriegen. Aus N können Sie Phi von N auch nur schwierig bestimmen. Ne? Sie wissen selbst, wie Sie immer da saßen. Phi von 24, was ist das? Ne? Also 1 ist Teiler fremd, 3 nicht, 4 nicht, 5 ist Teiler und so weiter. Ne? So. Wenn N eine ziemlich große Zahl ist, bestimmen Sie mal Phi von N. Also Sie müssten ja für jede Zahl überprüfen, ob die Teiler fremd ist zu der Zahl. Also das, nee, geht nicht. Ja, viel zu aufwendig. Also Phi von N kriegen Sie nicht raus, gebe ich Ihnen nicht P, gebe ich Ihnen nicht Q, gebe ich nicht, gebe Ihnen E und N. So, das ist der öffentliche Schlüssel. Jetzt brauchen wir noch den privaten Schlüssel. Wie machen wir das? Wir haben hier E bestimmt mit einer bestimmten Eigenschaft, nämlich der GGT von E und Phi von N ist gleich 1. Das heißt, wenn ich modulo Phi von N rechne, hat E ein Inverses. Bestimme dieses Inverse. Bestimme D mit E mal D ist Kongruent 1 modulo Phi von N. Wie macht man das? Ich habe Phi von N, ich habe E und ich weiß, es gibt ein Inverses zu E. Wie bestimme ich das Inverse? Bitte? Ja, mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus. Ne? Sie werden hier nicht ausprobieren, sondern Sie werden einfach den erweiterten euklidischen Algorithmus nehmen. Genau. Also letztlich löse, da können wir uns mal kurz seitlich überlegen, wie man das macht. Ne? Also E mal D ist Kongruent 1 modulo Phi von N. Das ist ja dasselbe wie Phi von N teilt E mal D minus 1. Ne? Und das ist dasselbe wie, es existiert ein Q aus Z mit Phi von N mal Q ist gleich E mal D minus 1. Jetzt kann ich das umdrehen. Ne? Wenn ich das jetzt hier umbaue, dann steht hier E mal D minus Q mal Phi von N ist gleich 1. Hm? 1 rübergeholt, Phi von N mal minus Q mal Q darüber geholt und dann nochmal die Seiten vertauscht. Okay. So. Minus Q, dieses Q hier, also wir sind ja an dem D interessiert, ne? Das ist unser X und das ist unser Y hier. Völlig wurscht, ob hier Minus oder ein Plus vorne dran steht, dann ist halt das Vorzeichen hier innen drin ein anderes. Also letztlich müssen wir lösen E mal D plus K mal Phi von N gleich 1. Diese lineare Diophantische Gleichung müssen wir lösen. K können wir wegschmeißen, brauchen wir nicht, wir sind nur am D interessiert. Also letztlich löse E mal D plus K mal Phi von N ist gleich 1 mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus. Das können wir relativ schnell machen. Ne? Euklidischer Algorithmus, erweitert, wieder nach oben, fertig.
Ja? Und die lineare Diophantische Gleichung ist lösbar, weil der GGT von E und Phi von N gleich 1 ist. Ansonsten wäre sie nicht lösbar. Ne? Aber es ist gleich 1, das heißt, der GGT von beiden teilt C auf der rechten Seite der Diophantischen Gleichung und damit ist die Gleichung lösbar. Alles in Butter. Jetzt bilden D und N den privaten Schlüssel. Alles ab hier machen Sie nur für sich, ne? Sie geben das D nicht weiter. Also wenn ich das jetzt entwickle, ich gebe das D nicht an Sie weiter. Selbst mit den Informationen E und N können Sie das D nicht rauskriegen. Um das D rauszukriegen, müssen Sie Phi von N wissen. Phi von N kriegen Sie aus dem N nicht ohne weiteres raus. Ne? Kriegen Sie nicht raus. Sie könnten Phi von N rauskriegen, wenn Sie wissen, aus welchen beiden Primzahlen N zusammengesetzt ist, P und Q. Dann könnten Sie ganz einfach Phi von N bestimmen. Ne? Und dann könnten Sie ganz einfach D bestimmen. Aber Sie kriegen aus E und N weder P, Q noch Phi von N raus. In einfacher Zeit. Das heißt, ich kann Ihnen ohne weiteres E und N in die Hand drücken, sagen Sie, verschlüsseln Sie, sage Ihnen gleich, wie das funktioniert, ne? Verschlüsseln Sie Ihre Nachricht mit E und N, schicken Sie mir den verschlüsselten Text und ich nehme mein ganz geheimes D und N und entschlüssel's. Und ich weiß, ich bin mir ziemlich sicher mit dem Verfahren, dass Sie das D nicht rauskriegen, wenn Sie E und N wissen.